Herzlich willkommen bei Schwagers Barbecue. Moin. Heute machen wir einen ostwestfälischen Klassiker. Es gibt Pickard. Und für den guten alten Ostwestfalen gehören zwei Dinge dazu. Leberwurstcreme und Apfelmus. Und wie wir das zusammen machen, seht heute in der neuen Folge von Schwagers Barbecue. Viel Spaß. Für unseren Pickard brauchen wir 500 Gramm mehlig kochende Kartoffeln. Wir brauchen die gleiche Menge an Mehl. Wir brauchen Rosinen. Kann man rauslassen. Wir benutzen sie heute. Geben eine tolle Süße ab. Dann brauchen wir für den Teig noch frische Hefe. Ein Esslöffel voll Zucker, ein Teelöffel voll Salz. Für die Creme brauchen wir etwas Milch, Apfelmus, grobe Leberwurst, Gewürzgurken und etwas Creme Fraiche. Im nächsten Schritt werden die bereits geschälten Kartoffeln geraspelt. Wir haben die Kartoffeln bereits gerieben. Nun haben wir die in ein Handtuch gepackt und jetzt muss die restliche Flüssigkeit daraus. Das ist eine ganz simple Geschichte. Das wird etwas zusammengedrückt und die überschüssige Flüssigkeit wird daraus gedreht. Dann kommt das fertig, dann in die Schüssel. Und so locker und am besten ohne Flüssigkeit sollte es dann drin landen. Wir haben den Grill bereits angeheizt und haben da jetzt schon mal unsere 250 ml Milch reingestellt. Die lassen wir jetzt schön langsam erhitzen, damit wir die Hefe drin auflösen können und nachher über die Kartoffeln geben können. Die Milch ist jetzt richtig schön einmal aufgekocht und kommt jetzt zu den geraspelten Kartoffeln. Wir werden aber nicht alles benutzen. Ein Teil werden wir dazu benutzen, um die Hefe aufzulösen. Das soll schon reichen. Und was wir eben vergessen haben zu sagen, wir brauchen noch 5 Eier. Die werden wir jetzt schon mit dazugeben. Und bereiten so einfach den Vorteig vor. Die restliche Milch, die wir jetzt gerade vom Feuer noch nehmen, packen wir 40 Gramm Hefe rein. Das bröseln wir schon drin. Und packen da noch unser Zucker mit rein, damit die Hefe ordentlich aktiviert werden kann. Zucker war circa ein Esslöffel. Das wird jetzt ordentlich umgerührt. Moment. Und so kann die Hefe aktiviert werden. Die Hefe ist bereits in der Milch aufgelöst und ordentlich aktiviert. Das kommt jetzt in unseren Teig rein. Und da wir ordentlich umrühren werden müssen, packe ich auch die Rosinen schon rein. Da eine ordentliche Handvoll rein. Noch ein bisschen. Und dann kräftig umrühren. Wenn alle Zutaten verrührt sind, sollte das im besten Fall so ein richtig schön schlotziger Teig sein. Den lassen wir jetzt noch mindestens eine Stunde gehen, bevor wir ihn in der Pfanne ausbacken. Für unsere Leberwurstcreme brauchen wir Gewürzgurken, Creme Fraiche und natürlich Leberwurst. Und wir fangen an als erstes mit den Gewürzgurken. Die schneiden wir einfach in viele kleine Würfel, damit wir die nachher mit unterrühren können. Drei Gurken haben wir bereits vorgeschnippelt. Da kommen jetzt eine richtig schöne grobe Leberwurst, wie sich das gehört. Und dann nehmen wir mal drei gute Löffel von. Drei gute Esslöffel. Cremig. Ja, man muss ein bisschen kämpfen, aber ist nicht schlimm. So.
Dazu kommt noch ein Löffel Creme Fraiche. Und das Ganze wird ordentlich verrührt und zusammen vermengt. So schaut unsere Leberwurst jetzt aus. Richtig schön cremig, sämig ist es geworden. Und alle einzelnen Komponenten zusammen vermischt, ergibt eine richtig, richtig gute Leberwurstcreme. Die Pfanne haben wir in der Zwischenzeit über die heißen Kohlen gegeben. Die hat sich richtig schon aufgeheizt. Und dann geben wir als allererstes ein dezentes Flöckchen Butterschmalz da rein. Die Pfanne ist auf jeden Fall heiß genug. Zu groß darf die Hitze auch nicht sein, sonst verbrennt uns der Teig. Und wir werden immer mal wieder gucken, dass wir die Pfanne vielleicht auch in den indirekten Bereich ziehen. Aber jetzt lassen wir erstmal die Butterflocke zergehen und dann kommt der Teig hinein. So, das Fett ist jetzt richtig schön heiß geworden und jetzt kommt die erste Kelle von unserem Pickard heißt das gute Ding. Pickard-Teig rein, genau. Donnerwetter, ist die Vorfreude wahrscheinlich. Dann verteilen wir das Ganze noch ein bisschen, dass es gleichmäßig dick ist. Und lassen das jetzt richtig schön bei, ich sag mal, so mittlerer Hitze ausbacken. Und damit wir auch die Oberhitze haben, schließen wir den Deckel und geben dem Ganzen locker 5 Minuten und dann schauen wir mal wieder rein. 5 Minuten sind rum und es ist Zeit, den Pickard einmal zu drehen. Er ist richtig schön fluffig geworden, ganz toll. Eine ganz tolle Farbe bekommen, richtig schön goldbraun, so soll es sein. Super. Die nächsten 4 Minuten machen wir wieder den Deckel zu und geben ihm Zeit, komplett durchzubacken. Nach weiteren 5 Minuten sieht der fertige Pickard jetzt so aus. Zeit, ihn rauszuholen. Gucken, wir schauen einmal drunter. Eine irre Farbe hat er bekommen, herrlich fluffig. Klingt hohl, das heißt, er ist innen drin auch total durch. Und Zeit, den nächsten vorzubereiten. Der erste Pickard ist fertig und wir schneiden jetzt einmal gemeinsam an, um zu sehen, wie schön fluffig er geworden ist innen drin. Sauber. Schaut es euch an. Ganz feinporig. Man sieht die einzelnen Rosinen. Genial. Wir kommen jetzt zu dem schönsten Teil. Wir dürfen probieren. Ich habe den Teil mit der Leberwurstcreme und den Gurken. Und ich habe das selbstgemachte Apfelmus drauf. Ich würde sagen, Prost. Cheers. Genial. Der Boden, außen knusprig, innen drin richtig schön fluffig. Die Rosinen geben eine ganz tolle Süße ab. Wunderbar. Die Leberwurstcreme ist einsame Spitze. Die ist auch schön fluffig. Die Zutaten spielen sehr gut zusammen. Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es mit einem Daumen nach oben, teilt es, kommentiert es gerne. Und ansonsten würden wir beide uns freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao.